Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3. Ich wollte schon Dead Island sagen, warum auch immer. Wir sind immer noch im ersten Kapitel. Yes, erwachen in Isaacs Apartment und wurden da jetzt ja gerade von diesem Colonel, was weiß ich was, Commander 1235 Penis hoch 7 eingeladen jetzt. Was heißt eingeladen? Wir wurden aufgefordert, mit ihm mitzukommen, denn sonst wären wir wahrscheinlich auch gestorben. Und ich sehe echt wieder heute schön aus. Heiß. Echt heiß. Gut. Die Audionachrichten haben wir uns beim letzten Mal auch schon mal angehört. Weil ich musste jetzt gerade nochmal den Kontrollpunkt neu starten. Aber nun gut. Dann. Oh, Altmetall. Oh ja, ich liebe Altmetall. So, was okay. Geht hier jetzt? Ich sagte, ich helfe Ihnen. Also, wo ist Ellie? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Und sonst nichts ist. Was geht hier gerade ab? Wo sind wir überhaupt? Warum wohnt man in so einem Kappes hier? Ich will es gar nicht wissen. Hallo. Hey. Wer zum Teufel sind Sie denn? Scars letztes Bataillon. Norton. Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon? Wie meinen Sie das? Was verstehen Sie daran nicht? Das gibt sonst niemanden mehr. Sieht sauber aus. Niemand mehr? Was ist unser Wagen? Los jetzt! Heiliger! Oh Gott! Mit X drückt man sich, was soll denn? Blöder. Blöder Kram hier. Oh, ich hab keine Munition mehr. Soll ich jetzt zum Wagen gehen oder wo soll ich hin? Oh Gott. Was sind das für Kerle? Hauptsache man mit. Ja, dann hoppla. Isaac, Bewegung! Los! Entdeckung! Shit. Shit, wo muss ich jetzt lang? Hallo! Da sind Leute, die mich abschießen. Finde ich uncool. Siehst du ihn? Ich hab noch Munition. Oh Gott, die können ja trotzdem rüberschießen. Oh Gott, die seilen sich da jetzt noch mehr ab, oder was? Nein, fordert keine Verstärkung an. Geh weg. So. Hauptsache, ich baller hier den allen den Kopf ab. Heilige. Anscheinend ist das Spiel doch, ich will jetzt nicht sagen ziemlich uncut, aber, so wie wir denen den Kopf wegbratzen, das ist schon, brutal. Oh Gott. Nein, nicht so ein roter Mann. So ein roter Mann. Das sind Unitologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Verschwinden sie da und halten sie die Klappe. Mieses Arsch. Das ist ja nett. Und ich soll jetzt noch mit dem mitlaufen? Bin ich von allen guten Geistern verlassen oder was? Wie krieg ich das denn da mal auf? Das sieht aus wie irgendein Konstrukt, was man hier irgendwie anmachen muss, aber ich kann hier nicht wirklich was anmachen. Da geht eine Leiter hoch. Ist das eine Leiter? Das sieht aus wie eine Leiter. Das ist bestimmt eine Leiter. Oh, das ist eine Leiter. Ha, ich wusste es doch. Okay, wo geht's jetzt hier hin? Ich wette, da oben erwartet uns einer, der uns voll ins Gesicht tritt. Damals bei Dead Space 1, da konnte man das immer so voraussehen. Die Fanatiker hinter mir her. Ja, früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind sie eine Bedrohung für deren Plan. Plan? Irgendeine Zeitprophezeiung im Zusammenhang mit dem Marker. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, okay. Gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher Corp-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Anscheinend sind wir doch noch ziemlich wichtig hier. Mit Norden treffen, drücken für Details. Gut, das ist jetzt unsere Mission. Perfekt. Was ist das jetzt hier? Das kann man auch irgendwie öffnen. Glaube ich zumindest. Das hier kann man öffnen. Aber ich glaube, da muss ich sowieso lang. Deswegen gehe ich da jetzt mal noch nicht direkt lang, sondern wir schauen uns hier erst noch mal ein wenig um. Wir wollen ja hier nichts auslassen. Richtig? Richtig. Da stand doch gerade irgendwas mit Spline öffnen oder so, oder meinte er damit die Teile? Anscheinend können wir das hier doch nicht benutzen. Nun gut, dann würde ich sagen, geht's hier doch jetzt schon weiter. Öffnen. So, wir müssen irgendwie auf das Dach kommen.
sollen wir wohl irgendwie hinbekommen, oder? Habt ihr diesen Mann gesehen? Bitte, wo ist er? Ich weiß es nicht. Ah! Oh Gott. Die arme Frau. Oh shit. Da läuft er. Bin unter. Gut. Wupp. Was machst du denn da oben? Ah, oder Sack, du. Du bewegst dich auch besser nicht mehr. Wäre zumindest nett. Muss ich keine Munition mehr an dich verschwenden. So, ja. Unbemannter Verkehr, Mist, voraus. Ja, ich bin auf den Freeway gekommen. Dann müssen Sie ihn irgendwie überqueren. Das sind unbemannte Transporte. Sie halten für nichts an. Ach, ich habe aber noch meine Stase-Einheit. Ich verlangsame den Verkehr und gehe rüber. Die Stase-Station, das kenne ich auch noch. Ziel und drücke C. Ba-bäau. Verkehr verlangsamen, einen riesigen Unfall einbauen, der alles zerstört, ist fast das gleiche. Naja, ist ja, ist verlangsamt, auf jeden Fall. So kann man es auch nennen. Klar. So. Ich will eigentlich nicht mit so vielen Menschen jetzt kämpfen. Drücke 1, 2, 3. Was soll ich denn jetzt sonst noch so... ich habe meinen Plasma-Cutter noch. Immer mit. Was haben wir hier denn für Werbung? Go Bar Holographic Accessoires. Kitty Kitty Bang Bang! Kitty Kitty Bang Bang! Kitty Kitty Bang! Kitty Kitty Bang Bang! Heilige Scheiße, was ist denn hier schon wieder passiert? Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele geworden auf zu wenig Platz. Die Unternehmen, denen wir einst unser Geld anvertrauten, haben es verprasst. Die Regierungen, denen wir einst unsere Zukunft anvertrauten, haben sie sabotiert. Ihretwegen sterben wir. Okay. Aber fürchtet euch nicht, denn es gibt eine Zukunft. Wie vom Propheten Michael Altman versprochen, hat der schwarze Marker einen Plan für euch alle. Er wird uns aus unserer erbärmlichen Existenz erlösen und wir werden eins sein. Vereint in Körper und Geist. Unsere Einheit wird unsere Erlösung sein. Wir werden weiterleben. Nicht als Menschen, sondern als Gott. Das kann man sich nicht länger anhören, ey. Die Church of Technology wartet auf euch. Gott, oh Gott. Befreit euch. Totaler Stuss. Zu uns, wenn das Neue beginnt. Ich bin Jacob Aberdanik und ich bin diese Botschaft. Genau, du bist die Botschaft. Norton, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ich bin das auch aufgefallen. Aber warum die Regierung stürzen? Warum Earthgaff? Denn ich sag, sie hätten mit den Markern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von ihnen halten. Die Unternehmen, denen wir eins untergehen. Ja, das kann ich mir wirklich denken. Die halten wohl nicht ganz so viel von mir. Aber na gut, ihr habt das ja auch schon mal in die Kommentare geschrieben, von wegen, dass ich mich bei Dead Space 3 wohl nicht ganz so sehr erschrecken werde. Habe ich jetzt wohl auch einigermaßen gemerkt, weil es, so wie es aussieht, geht es ja hier jetzt eher um die Menschheit und nicht so um die durchgeknallten, komischen, ekligen Glibberviecher. Die kommen bestimmt auch nochmal irgendwann hier an, aber... Wow. Wie? Nee, komm. Das war am Anfang schon so beschissen. Der hier lebt noch. Bringt ihn her. Das kann doch nicht wahr sein. Einmal so. Ach, das ist die Botschaft. Hey, Jacob, du Sackgesicht. Also Clark. Der Mann, nach dem ich gesucht habe. Oh, bist du hässlich. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie. Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Zeig mal her, du Spaß. Da! Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Nee, ehrlich? Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Sagen wir es mal. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein! Nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält.
Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Oh Gott, muss das sein? Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Boah, das stürzt ich mich lieber nach unten, als irgendwie einen Kopfschuss zu kriegen von dem komischen Kerlchen da. Komm schon, wach auf. Ich dachte nur, es wäre sein Bein, was da links so liegt, ey. Dann, hätte der in Sport damals bestimmt eine 1 gehabt in Touren. So, ist jetzt der Punkt angekommen, wo alle zu hässlichen Monstern werden? Scheiße. Ja, der Punkt ist gekommen. Gut, dass ich davon gerade noch geredet habe. Und das jetzt erst anfängt. Lala, Mama. Oh, und weil ihr so oft nachgefragt habt, warum ich nie nach meinem Daddy frage, keine Ahnung. Was ich auch nicht. Nee, nee, bitte. Och, Kinder. Muss. Nein. Oh, das Tote soll tot bleiben, Kollege. So, mal geht's denn? Was? Was? Gut, ich bin in diesem Spell, in dem Spiel wahrscheinlich, so wie es aussieht, wirklich ultra bad. Oh, schon zweimal in den Anfangsleveln verloren. Was ist los mit mir? Bräuchte echt mal wieder eine Sun. Ja, eine Sun brauche ich. So. Was haben wir hier denn Schönes? Ein Sonnenuntergang, Aufgang, was auch immer. Marker, macht alles kaputt, Zerstörung. So. Natürlich muss ich meine Kamera auch wieder anklicken. So. So, weiter geht's. Was erwartet uns hier noch Schönes? Tritt auf Leichen, um Objekte zum Vorschein zu bringen. Wo sind hier denn Leichen? Tritt auf Leichen? Werde ich mir mal merken. Das meint er wahrscheinlich. Dass ich so oft drauf trampel. Na. Kommt jetzt langsam die Horrorstimmung hier rein, oder wie sieht das aus? Ja. Irgendwann reicht es auch mal jetzt, ehrlich. Ich will nicht wissen, wie oft man die anschießt. Und dann leben die irgendwie doch noch weiter. Geht ja mal gar nicht. Guck mal das mal an. Die sollten tot sein. Die Viecher. Mensch, meine Nase juckt auch noch. Mit der Stase kann ich auch Sachen verlangsamen. Das darf ich nicht außer Acht lassen. Das könnte auf jeden Fall später nochmal nützlich sein. Stimmt, kommt hinter dem Tresen gleich noch ein Zombie her. Alter! Nee, doch nicht. Der hatte heute keine Überstunden. So. Hey, kann ich nicht mehr aufheben? Ja, das ist doch supi. Dann habe ich erstmal genug Munition, würde ich sagen. Du. Ich bin ein Schuh. Isaac, nennt sich schon beim Rettungsteam? Alles hat super geklappt. Der Nick war vor mir da. Scheiße. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Ich komme mit der Eudora. Die Washington Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Wir sehen uns dann auf den Schienen. Das wird so schief gehen. So, was erwartet uns hier jetzt Schönes? Oh, ein Artefakt. Zu Ihrer eigenen Sicherheit wird dieser Bereich bis auf Weiteres abgeriegelt. Der wacht bestimmt auf. Der sah noch so lebendig aus.
Irgendwie muss die Teil doch benutzen können, komisch. Nun gut, das wurde hier alles abgeriegelt, ja wunderbar, dann können wir uns jetzt ja echt hier noch sehr frei bewegen. Nämlich nur in diese Richtung, wo man diese Tür öffnen kann. Hey, cooler Laden! Steht der vielleicht auf? Hey, wer will was Süßes? Nee, danke. Hältst du da eine Beefy in die Luft? Beefy Time! Oh yeah! Beefy, 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 Beefy. Okay. Gut, Munition kann ich immer noch nicht aufnehmen. Ist in Ordnung, ich will nicht Süßes. Nein! Was war das für ein Vieh da oben? Was bist du denn? Was kommt denn? Oh Gott, was kommen denn jetzt für Vieh da raus? Nein, 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 nein! Mama! Papa! Opa! Oma! Tante! Onkel! Und ich wollte das Spiel auf noch höheren Schwierigkeitsgrad spielen, das hätte bestimmt überhaupt nicht funktioniert. Oh Gott, spring doch nicht aufs Spiel! Mann! Ich glaube, ich sollte einfach rennen. Das macht doch gar keinen Sinn so. Ich sterbe doch einfach nur hier. Wie viele Leute kommen denn hier alle raus? Stirb, stirb. Nope. Ich schieße doch auf deine blöden Beine. So. Alle tot soweit? Irgendwer noch Fragen? Irgendwer noch eine extra Wurst oder so? Oh Gott. Buy, sell, paw. Der Film ist bestimmt voll scheiße. So. Ich glaube, ich hätte einfach von ihm weglaufen sollen. Aber ich bin auch keine Puse, ey. Ich renne noch nicht weg vor denen. Pah! Oh, ja, 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 ja. Ich sollte doch rennen. Ah, kaputt. Weg. Blöd. Kaputtes Vieh. Da lag gerade Gehirnmasse. Sehr lecker. Oh, Aufzüge. Aufzüge sind auch immer so eine Sache in Horrorspielen. Das ist immer so, ja, Horrorspiel, Survival, was auch immer, wie du es nennen, da liegt ein Arm. Verdammt! Wie du es nennen willst. Keine Züge. Ja, dann kann ich die doch bestimmt so. Okay. Ich hab's zur Station geschafft. Was ist mit Dennings Männern? Ich habe sie in der Panik verloren. Dieser Ausbruch könnte uns etwas Zeit verschaffen. Dann springen sie auf einen Zug, los! Nicht gut. Sieht aus, als wäre der Zug mit einem neuen Triebwagen ausgestattet worden. Und? Ich muss ihn wieder zusammensetzen. Dann schnell! Dennings Shuttle sind nicht weit weg. Wir versuchen sie abzulenken. Beeilen Sie sich! Ich kann doch bestimmt das Teil hier verschieben, oder nicht? Zuganordnung unvollständig. Bitte vor Abfahrt Zugmaschine und Treibstoffwaggon ankoppeln. So. Angekoppelt. Wow, 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 wow. Du sollst mich hier nicht kaputt drehen, ne? Was muss ich jetzt machen? Muss das nicht irgendwie noch da dran? Oder ist das egal? Ist anscheinend egal. Anscheinend total Wurst. Kann ich damit jetzt fahren? Hallo? Oder muss ich das jetzt nochmal... Ach so, das muss ich jetzt hier wegschieben? Ich glaube, ich habe verstanden. Ja, genau. Bitte vor Abfahrt Treibstoffwaggon ankoppeln. Natürlich, ich hab's verstanden. Hat sogar gar nicht lange gedauert. Ich hätte gedacht, das dauert länger. Aber ich hab's direkt verstanden. Ich bin richtig schlau. So. Das dreht sich jetzt, kann dann da angeschlossen werden. Dann haben wir die Stromzufuhr. Auch schon mal so weit dran. Alle Waggons sind ausgerichtet. Abfahrtsequenz wird eingeleitet. Bitte in den hinteren Zugteil einsteigen. Ja, dann muss ich jetzt wahrscheinlich hier irgendwie aufspringen. Hello? Okay, Norton. Der Zug ist wieder flott und kann durch das Südtor fahren. Er entgeht Ihnen nicht. Was anderes bewegt sich nicht. Verstanden. Ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit. Es wird brenzlig. Muss ich ganz hinten aufspringen, oder? Was? Oh Gott, die kommen. Oh mein Gott, die kommen. Die kommen. Die kommen. Norton. Sie haben immer noch nicht gesagt, was mit Ellie ist. Ihr Wasser ist der richtige Zeitpunkt, Isaac. Lebt sie noch? Das ist
zuletzt auf der Kiro-Station gesehen. Sie war aus Russen auf der Spur und wollte zu geheimen Koordinaten. Dann warte Kontakt ab. T-Rex, wenn ist sie am Leben und Fuchsteufels Ritter sind sie noch nicht gefunden. Okay. Eieieiei. Verdammte Axt. Ah, hier kommt die Kavallerie. So, und ich sehe noch nicht mal wirklich, wo die gerade sind. Welches Schiff ist die Eudora? Ach, da sind sie. Ich größere das gerade auf ihren Kopf zu. Das Größere, was gerade über ihren Kopf flog. Ja, wunderbar. So will ich das hören. Der freut sich auf wie ein Kind, als wenn, genau. Wie ein Kind, wenn Ostern ist. Scheiße! Hauptbatterie verloren. Isaac, schwingen Sie Ihren Arsch hin! Hauptbatterie verloren, bitte was? Das klingt verdammt schlecht, wenn ich das mal so anmerken darf. Das klingt nicht, als ob das gut ist. Nur mal so. Jetzt oder nie, Isaac. Kommen Sie! Ja. I'm on my way. Ich kann nicht rennen. Ich bin zu langsam. Zerstört den Zug. Nichts darf übrig bleiben. Raketen haben viel Erfahrung. Abschluss in 5, 4, 3, holy moly. 2, 1. Pack deine Hand oder du fällst runter. Ach, ich muss eine Taste drücken. Das sehe ich jetzt ja erst. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Von hier muss ich wieder an. Ja, das finde ich jetzt wiederum ein bisschen blöd. So, obwohl, ach, das ist ja hier jetzt direkt. Jetzt oder nie, Isaac. Kommen Sie! Komm schon. Diesmal gucke ich auch direkt nach, ob ich irgendeine Taste drücken muss. Ist in Ordnung. Zerstört den Zug. Nichts darf übrig bleiben. Raketen haben viel Erfahrung. So. Steht da irgendeine Taste? Drei, irgendwo. Zwei, eins. Komm schon. Oben. Boah, Mamma mia. Das hat reingekloppt. Hey. Sieht ja fast aus wie eine ärztliche Behandlung. Wer ist das? Mein Sohn. Süßer Junge, mussten Sie ihn zurück. Er ist tot. Danik hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Ist hart. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst mehr an. Cora, ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört. Kapitel 2, ganz allein, USM Eudora, oder wie die auch immer ausgesprochen wurde. Das wird's dann auch sein für diese Folge. Ich bin Dittelkörn fürs Brain oder einfach nur Yannick. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Also, haut rein, Leute, euer Brain. Ciao.